Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben zahlreichen Einzelpilgern sind heute folgende Gruppen gemeldet. Aus der Bundesrepublik Deutschland. Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden St. Nikolaus Grevenbrück, St. Elisabeth Hannover, St. Johannes Neumarkt in der Oberpfalz, Heilig Geist Olpe, St. Josef Straubing, St. Martin Urloffen. Pilgergruppen aus Lennestadt und aus Sundern Stockholm. Priester und Seminaristen aus dem Erzbistum Köln, katholisches Bildungswerk Herz Jesu Bistum Trier, Mitarbeiter des St. Marienhospitals in Düren, Katechetinnen aus der Pfarrei St. Maria Heimsuchen, Neuenrade. Junge Mannschaft Tutzing, Pilger der Marianischen Männerkongregation aus dem Bistum Regensburg, Mitglieder von Kiwanis International Deutschland, Mitglieder des Konsularischen Korps Nordrhein-Westfalen sowie Radpilger aus Bad Tölz. Ferner sind heute Schülerinnen, Schüler und Lehrer folgender Schulen zugegen: aus dem Gymnasium Ahlen, Gymnasium der Ursulinen Kalvarienberg Arweiler, Kopernikus-Gymnasium Löningen, Gymnasium am Mühlenweg Wilhelmshaven, Luhe-Gymnasium Winsen, Heinrich-Emanuel-Merck-Schule Darmstadt, Gymnasium Niederolm, Albert-Schweitzer-Schule Nienburg, Kolleg St. Sebastian Stegen, Gymnasium Oranienschule Wiesbaden, Gymnasium Allermhöhe Hamburg-Bergedorf, Pestalozzi-Gymnasium Guben, Schwalm-Gymnasium Schwalmstadt sowie die Marienschule Opladen-Leverkusen. Aus der Republik Österreich, Pilgergruppe aus der Pfarre und dem Kollegiatstift Mattighofen, Pilgergruppen aus Brixleck sowie aus Flachau, Altenmarkt und Eben, sowie eine Pilgergruppe der Loreto-Bewegung Österreichs. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, vorigen Mittwoch habe ich damit begonnen, über das Gebet in dem Buch der Apokalypse zu sprechen. Über den ersten Teil, heute will ich über den zweiten Teil etwas sagen, der uns dazu anleitet, die Welt und die Geschichte im Licht des Glaubens zu lesen. Entscheidend ist dabei, dass wir in Gemeinschaft mit Christus bleiben. Gemäß dem Plan Gottes ist die Kirche Teil der Geschichte
und hat den Auftrag, am Kommen und Wachsen des Reiches Gottes in der Geschichte mitzuarbeiten. Johannes schildert dies alles in eindrücklichen Bildern, eingebettet in einer großen Vision der Liturgie des Himmels. Gott auf dem Thron und dem Lamm, dem gekreuzigten, auferstandenen Christus, gilt der Lobpreis der himmlischen Scharen. Und Christus, der als das Lamm das Buch der Geschichte öffnet, enthüllt den Heilsplan Gottes. Wenn wir mit Christus im Gebet verbunden sind, lernen wir langsam den Sinn der Geschichte zu erkennen, zu verstehen. Das Gebet ist wie ein offenes Fenster, das uns erlaubt, über diese Welt hinaus in Gottes Wirklichkeit hineinzuschauen, Gottes Ziel im Blick zu behalten, und zugleich kommt dann von oben zu uns herunter Licht und erleuchtet unseren Weg. So hilft uns das Gebet, Gottes Zeichen in der Geschichte, seine Gegenwart und sein Handeln wahrzunehmen und vor allem selber Licht des Guten zu werden und damit Hoffnung zu verbreiten. Deshalb dürfen wir einstimmen in das neue Lied auf das Erlösungswerk des Herrn, der alles neu macht. Und wir dürfen vertrauen, dass unsere Gebete, wie unvollkommen sie auch sein mögen, Gottes Herz erreichen. Kein Gebet ist überflüssig, unnütz oder geht verloren. Jedes erhält Antwort, wenn auch auf geheimnisvolle Weise. Mit Freude grüße ich alle Brüder und Schwestern deutscher Sprache, vor allem die Pilger der Loreto-Bewegung aus Österreich. Das Gebet lässt uns Gottes Plan in der Geschichte erkennen, gibt uns Kraft, am Wirken, am Kommen des Reiches Gottes mitzuwirken. Ich bitte euch heute besonders, mich auf meiner Reise in den Libanon mit eurem Gebet zu begleiten. Euer Beten wird dazu beitragen, die Christen im Nahen Osten im Glauben zu stärken. Vertrauen wir alle auf die Kraft des Gebets. Vergelt's Gott.